So, liebe Leute, weiter geht's heute mit der Feier 2020 My Team. Wir sind in der zweiten Saison und machen heute weiter mit dem Qualifying zum großen Preis der Niederlande. Wir sind in Zandvoort, haben ein gutes Training abgeliefert und hoffen natürlich auf ein gutes Resultat dieses Wochenende. So, wir haben den Motor übrigens getauscht. Also ich habe den Verbrennungsmotor rausgenommen und habe den getauscht. Alles andere bleibt doch erstmal gleich bis zum nach dem Rennen. Dann wird auch das getauscht, weil ich habe keinen Bock auf eine Strafe. Naja. Und das ist die schöne Strecke hier an der Nordseeküste. Leider sieht man sie nicht hier. Ich selber stand auch privat schon an der Strecke vor einigen Jahren. So, gehen wir mal raus. Niederlande 3. Wir fahren damit auch die trockene Variante. Da es nur leicht regnet, passt das so. So, fahren wir mal auf die Strecke. Hoffen wir auf ein gutes Resultat am Ende. Die Trainings waren sehr gut. Ich mache das jetzt bewusst mal in die Claire ein bisschen jagen, weil ich unbedingt eine freie Strecke brauche. So, ich hoffe, dass der Leclerc jetzt irgendwann mal aufgibt. Also dann lasse ich dich mal vorbei. Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Komm. Zieh ab. So, nehmen wir es mit. Jetzt hoffen wir auf eine gute Zeit. Glück haben wir den Mercedes sogar noch, dass der jetzt nicht in die Linie fährt. Bei Leclerc kann man momentan auch so ein bisschen weg. Momentan sieht er keine Schritte. Der einzige Schlagholz war bisher Bottas. Im zweiten freien Training. So, der hat schon ein bisschen mit größer. Das ist halt zweiter Sektor. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Scheiße! Jordan King 13.9. Ah, ich habe das hinliegen lassen. Weil ich den Quersteher drin hatte. 11.9. Da wäre auch definitiv noch ein bisschen mehr drin gewesen. Bis zum Glück, wenn er 11.7, 11.6 vielleicht noch drin gewesen. Aber es reicht momentan. Um vorne zu bleiben. Hinter uns nur Leclerc, Ocon. Bisher seid ihr jetzt auf 2. Na, ich breche ab. So, Hamilton vorbei. Leclerc vorbei. Der aber doch nochmal ins Gas wecken komplett. So, was macht der Hamilton jetzt?
Bestzeit 11:27. Ich sag ja, dieser Quellstelle, die kostet uns gerade die Spitzenposition. So, der Red Bull, der da gerade angeflogen kam, kommt nicht dran. So, momentan sind wir Zweiter hinter Lewis Hamilton. Ich hätte gerne zumindest eine Pole in dieser Saison. Vielleicht schaffen wir es heute. Das war ja, die vorletzte Kurve, die hat uns ein bisschen gekostet. Sonst wäre es wahrscheinlich zu weit gewesen. Sonst hätten wir den ersten Schuss gewonnen. So far, our fastest lap is a 1:11.9. All clear the garage, please. Car ready to leave. Der Vorteil ist, dass wir rausschauen, dass wir einen Reifen raushauen können. So, da steht Mick natürlich davor. Dass wir jetzt dass wir rot raushauen können, weil es regnet im Rennen, damit brauchen wir sie nicht. Einen Satz hebe ich mir natürlich auch für den Fall das. Aber ich will die Spitze haben. Und dann sind wir nur Dritter, verstoppen sogar noch davor. Kann ich nicht gerade anrufen. So, Fahrer vor mir. Perez is ahead of you. Their best lap time is a 1:11.9. Ja, Perez, ich weiß nicht, was Verstappen gefahren ist. Keine Ahnung. Perez ist mir jetzt sehr ärgerlich, dass der auch noch davor ist. Hamilton 11:7. Ich weiß nicht, was Verstappen davor gesetzt hat. Ja, ohne diesen blöden Quersteher wäre es vielleicht was anderes rausgekommen. Aber mal gucken, was drin ist. So, da sind jetzt eben genau diese zwei Perez und Verstappen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, wir versuchen es nochmal. Platz 5, jetzt Albon sitzt davor. So, Sektor 1 schon mal Bestzeit gesetzt. Someone's just posted a faster time. You've been dropped to the fourth row, P7. So, wird die Bestzeit nochmal werden? F2, yes! Bestzeit. Fahrer hinter mir. Verstappen behind. Their best lap time is a 1:11.3. 11:3, ja, momentan haben wir es, sind wir vorne. Auf einmal geht es. Wir waren zwischendurch mal Siebter, dann haben wir ein bisschen was rausgeholt, weil die letzten Kurven ein bisschen besser durchgekommen sind und schon funktioniert das Ganze auf einmal. Aber da war man ein bisschen bepowert am Arsch ausmacht. Nur nach 8 Minuten, ich geh jetzt rein und dann
mit dem Schuss gleich noch mal raus. Vielleicht schaffe ich eine 10er Zeit. Ich traue der Zeit noch nicht so ganz. 11.2 während die Spitze vorne. Da sind noch einige Autos draußen. Williams und ein Alpha sind auf der Strecke auf jeden Fall. Diesmal sind zwei Sektoren, die sogar gut sind. Nämlich Sektor 1, beim Jonathan-Sektor, oder Sektor 2. Sektor 3, meine ich, war nicht ganz knapp. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. So, Kimi jetzt auf der Strecke. Ob der, mal gucken, was der raushaut. Jordan King, Williams ebenfalls draußen. Okay, momentan nur auf 20, hat noch zwei Autos hinter sich. Mick auf der, auch auf der Strecke. Und dann noch 21. So, haben wir dann irgendwen draußen? Ja, noch. Muss jetzt gefährlich. Es sind nur drei Autos auf der Strecke. Okay, sind Jordan King, Kimi Räikkönen und Mick Schumacher. Sind die einzigen drei momentan auf der Strecke. So far, our fastest lap is a 1:11.2. Everyone ready? Okay, let's go. Ich probiere so mal eine Runde zu setzen, bevor der ganz große Schuss ankommt, weil dann hätten wir nämlich ein Problem, da kann man nämlich keine Runde mehr fahren. Ich würde sie gerne nochmal drücken, wenn es irgendwie möglich wäre. Vielleicht schaffen wir noch mal eine Bestzeit zu sitzen. Fahr rein, Tones. There's static over the radio. Say again. Fahr rein, Tones. Say that again. We're having trouble receiving. Fahrer hinter uns. You're leading the pack, P1. And behind us are Verstappen, Bottas and Hamilton. Currently the fastest lap is a 1:11.2. Danke, das wollte ich wissen. Eigentlich wollte ich die Zeit vom Bottas, vom Verstappen wissen. Zeit des Rivalen. The time last lap was a 1:11.2.
So, schauen wir mal, was wir hinkriegen. Start des Konkurrent. They're in 20th. Ja, das ist der gute Mick, der momentan auf 20 klebt. So, wir versuchen es nochmal, ob wir eine Runde setzen können. The fastest lap so far. Well done. So, ich habe noch mal ein bisschen was nachsetzen können. Ja, Albon. Ja, du kannst auf die Strecke zu, du kannst durchfahren. Das Problem ist einfach, dass ich jetzt nicht rüberkomme, weil da jetzt die Autos da und nachkommen. So, dass ich jetzt einige dabei auf der schnellen Runde. Oh, das war keine Absicht, sorry. Da habe ich gepennt. Ja, das ist jetzt ein Problem. Das haben wir natürlich, dass die jetzt alle aufeinander, dass die jetzt alle hintereinander kommen. So, der nächste, der kommt, ist Mick. Zack. Das könnte jetzt auch mal ein bisschen was. Das ist das Problem an der Strecke hier. So, der nächste, der sich jetzt vorbeidrückt, ist King. Ja, wenn sie auf einmal alle hintereinander kleben. So, jetzt geht mir vorbei. Sehr gut. So, der nächste, der jetzt vorbeigeht, ist der Lewis Hamilton. Also so ein Mercedes, glaube ich. Ja, Hamilton, genau. Seconds left in the session. Boah, der Mercedes will aber mal ganz schön kuscheln kommen. Ich befürchte, dass aber da jetzt auch sich keine Zeit mehr verbessert. Wir haben noch 15 Sekunden. So, die Frage ist, wer wird jetzt so mal bringen können? Wir haben es durch. Good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Platz 1. Erste Pole diese Saison. Ja, das war, zog sich das ganze Wochenende, ne? So ein bisschen auf die Trainings waren ja relativ gut mit Platz 1 und 1. Und jetzt hauen wir aus dem Qualifying auch raus. Jetzt geht es aber, das ganze Ding morgen im Rennen mitzunehmen. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Richards, Verstappen und Alexander Albon. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei, also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, das ist erstmal das Allerwichtigste. Das Bittere ist, dass es morgen regnen wird, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es am Ende wird.
Wichtig ist, dass es morgen im Rennen ein gutes Ergebnis gibt. Ja, Rennen Nummer 5 steht morgen an, wie gesagt, um 14 Uhr dann. Wir sind ja jetzt durch mit dem Qualifying. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, und ob wir das schaffen morgen, vielleicht sogar einen Sieg mit nach Hause zu nehmen, das sehen wir dann morgen um 14 Uhr. Bis dahin, tschüss.